Virus ist mal wieder ganz gediegen am Start. Heute gibt es mal wieder eine neue Methode für euch, wie ihr die Modifikationen von einem Fahrzeug auf das andere übertragen könnt. Also einen neuen Car-to-Car-Merch. Bevor das Ganze natürlich losgeht und ich euch zeige, wie das Ganze geht, noch eine kleine To-Do-Liste, was ihr dafür alles benötigt. Ihr werdet auch hierbei nicht drum herum kommen. Ihr braucht wieder eine Arena mit einer Arena-Werkstatt. Dann braucht ihr natürlich noch ein Fahrzeug, wo ihr die Settings übertragen wollt. Ihr könnt das hier mit jedem Fahrzeug machen, was ihr wollt. Und das Gute bei der Sache ist, das Fahrzeug, von dem ihr dann die Settings übernehmen wollt, wird nicht verschwinden und das, was dann die Settings bekommt, bleibt auch clean dabei. Ebenfalls benötigt ihr noch eine aktive Crew. Falls ihr noch keine habt, könnt ihr auch unten in die Infobox mal schauen und könnt meiner Crew gerne beitreten, denn wir benötigen bei dieser Crew die Crew-Lackierung oder ihr könnt natürlich auch die Crew-Beleuchtung nehmen oder halt auch den Crew-Reifenqualm. Hauptsache, ihr seid in einer aktiven Crew drinne, wo ihr diese Settings am Fahrzeug später auswählen könnt. Wenn ihr das nun alles habt, stellt ihr einfach das Fahrzeug, was die Tuning-Settings hat, und das Fahrzeug, was ihr dann erhalten soll, alles auf eine Garagenebene in der Arena-Werkstatt. Ich habe mich jetzt hier für den Izzy entschieden, habe dort Bennys Felgen drauf gemacht, denn den Izzy, den habe ich massenhaft. Und dann steigt ihr einfach in dieses Fahrzeug ein und fahrt mit diesem Fahrzeug dann einmal in die Arena-Werkstatt. Jetzt könnt ihr euch in der Werkstatt natürlich entscheiden, was ihr nun von den Crew-Settings nehmt. Ihr könnt jetzt, wie gesagt, entweder bei den Lichtern einfach mal auf die Neon-Kits gehen und dort auf die Farben. Dann werdet ihr ganz unten einmal die Crew-Farbe sehen. Nur ganz wichtig, nicht diese Crew-Farben kaufen, sondern einfach nur schauen, ob die bei euch auswählbar sind. Habt ihr die natürlich schon gekauft, müsst ihr das Ganze rückgängig machen. Kauft einfach eine andere Lackierung oder ein anderes Unterbordlicht. Das Ganze natürlich auch bei den Lackierungen einmal auf Primär gehen. Bei den Crews seht ihr jetzt hier auch, haben wir die Crew-Farbe noch nicht. Und wenn ihr das alles habt, müsst ihr jetzt erstmal eine kleine Sache am Fahrzeug verändern. Was das ist, spielt keine Rolle. Wenn ihr natürlich das Ganze jetzt schon zurückgekauft habt von Crewfarben auf irgendwas anderes, funktioniert das Ganze natürlich auch. Ich ändere jetzt hier einfach einmal das Nummernschild, das reicht vollkommen aus. Und danach geht ihr jetzt auf eins dieser beliebigen Crewteile einfach zurück. Ich nehme hier die Lackierungen, Primärfarbe, und wir gehen jetzt hier auf Crew. Und jetzt ist es ganz wichtig, ihr dürft das nicht kaufen, sondern ihr bleibt einfach nur so da drauf. Einmal die PlayStation-Taste drücken, ihr bleibt im Menü. Zählt 1, 2, 3, 4, 5 und danach geht ihr wieder einmal in GTA rein und ihr seht oben links, das Menü ist nun weg und wir steigen jetzt einfach aus dem Fahrzeug aus. Ihr begebt euch jetzt zu dem Fahrzeug, was die Settings erhalten soll, und steigt dort ein und fahrt dann aus der Arena einfach raus. Und ihr seht, es hat nun die Settings übernommen. Unser Izzy war gold eingefärbt und auch die Felgen sind nun da drauf. Und genauso wie beim letzten Car-to-Car-Merch steigt ihr jetzt hier einfach aus dem Fahrzeug aus. Das Fahrzeug verschwindet, das ist aber nicht weg, sondern das steht natürlich jetzt dort, wo ihr das als letztes hattet. Das heißt, wir gehen einfach zurück in die Arena einmal rein und dann werdet ihr auch gleich sehen, dass das Fahrzeug noch dort steht. Und ihr seht, dort steht nun unsere Corvette mit der Farbe, mit den Felgen. Um das Ganze abzuspeichern, einfach nochmal in die Arena-Werkstatt fahren, auch wieder ein kleines Setting einfach ändern. Wenn euch das Fahrzeug natürlich nicht so gefällt, wie es jetzt gerade ist, könnt ihr natürlich hier die ganze Lackierung einfach ändern und könnt auch ansonsten alles nochmal umbauen. Wenn euch das Fahrzeug nicht gefallen sollte und ihr euch denkt, what the fuck, was habe ich da zusammengestellt, dann einfach entweder das Spiel schließen oder geht einfach in den Save Editor rein, dann wird das ganze Auto nicht abgespeichert und es bleibt so, wie es davor war. Das war es jetzt auch schon mit diesem kurzen und kleinen Glitch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch noch gerne abonnieren. Das war's von mir, Leute. Wir hören uns dann im nächsten Video. Haut rein und tschüss.